Ja, mein Name ist Florian Kehrmann, bin 41 Jahre alt, Bundesliga-Trainer beim TBV Lemgo Lippe und lebe seit 20 Jahren hier in Lippe in Lemgo. Gebürtiger Rheinländer, geboren in Neuss, aufgewachsen in Büttgen. Ich bezeichne mich immer so fast als Düsseldorfer. Das Ziel, Handball, das hatte ich als kleines Kind nicht. Ich war immer sehr sportlich, habe Fußball gespielt, Tennis, aber auch Handball. Meine Eltern haben beide Handball betrieben, sodass mir das vielleicht so ein bisschen in die Schuhe gelegt wurde. Aber Profisportler als Kind, das war nicht das Ziel. Es war vielleicht ein Traum und dass ich dann irgendwann dahin gekommen bin, das hat sich dann so ergeben. Handball mit 6 Jahren, wie man das so klassisch macht, ne? Bringt den Jungen mal zum Sportverein, der muss sich viel bewegen, der hat Bewegungsdrang und beim Handball bin ich dann auch immer dabei geblieben. Ich bin Bankkaufmann, habe das auch ganz normal gelernt bei der Sparkasse Lemgo, habe auch ein bisschen Sport studiert, ein bisschen BWL studiert, aber irgendwie bin ich doch beim Handball geblieben und bin auch ganz froh darum, dass ich mein Hobby, was ich als Junge betrieben habe, irgendwo zu meinem Beruf machen kann. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele einschneidende Erlebnisse. Bei mir war es sicherlich, ich war eins von vielen talentierten Handballspielenden Jugendlichen. Bin dann von meinem Dorfverein zu TuS Essen, zu den Bundesligisten in die Jugend gewechselt. Habe da quasi die ersten Profi-Dinge erfahren und dann den nächsten Schritt in die zweite Liga, erste Liga. Und bin natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lange hier in Lemgo. Handball ist ja ein Mannschaftssport. Ich glaube, wir hatten mit dem TBV sehr viele tolle Erfolge. Ich hatte mit meinen Jugendmannschaften schöne Erfolge. Letztendlich bin ich, glaube ich, am meisten stolz darauf, dass ich sehr lange in der Bundesliga aktiv sein konnte, dass ich nicht wegen einer Verletzung aufhören musste, sondern selber bestimmen konnte, wann die Karriere zu Ende ist als Spieler. Und das ist so mein persönlicher Erfolg. Die sind jetzt 10 und 12 Jahre alt, von irgendwelchen Fußstapfen zu sprechen, das wäre falsch. Ich glaube, es ist auch nicht immer der richtige Weg zu sagen, die Kinder müssen das machen, was der Papa gemacht hat. Die werden ihren eigenen Weg machen, dabei werde ich sie begleiten, unterstützen. Das ist so mein Ziel. Wenn es im Sport oder im Beruf ist oder im normalen Leben, dann werde ich das tun. Aber ich werde ihnen nie aufzwingen, irgendwo im Handball Fuß zu fassen. Ich war immer jemand, der die Erfolge vielleicht nicht ganz so hoch gehängt hat. Also ich war keiner, der sich nach oben hat feiern lassen und auf irgendwelchen Wolken geschwebt ist. Hat mich dadurch stark gemacht, dass ich dann vielleicht auch bei Niederlagen und auch bei bitteren Niederlagen nicht so tief gefallen bin. Und für mich geht das Leben immer weiter. Man muss sich immer wieder Ziele setzen. Man wird keine Ziele oder man wird nicht jedes Ziel erreichen können, was man sich setzt. Und deswegen bin ich da ganz gut mit durchgekommen. Ich glaube, ich habe gelernt, und das habe ich, glaube ich, gerade auch erst als Trainer gelernt, dass man sich oft auch belohnen muss. Damit meine ich nicht, dass man was Tolles essen oder trinken muss oder tolle Reisen machen muss, sondern dass man sich einfach auch mal gewisse Dinge Ruhe geben muss und Abstand. Und das ist für mich ein großes Gut. Das pflege ich auch sehr. Das heißt, wenn es mal zu viel wird, dann muss man einfach zusehen, dass man mal Abstand gewinnt. Und das ist für mich eine Belohnung. Ich bin mit Sport groß geworden. Ich habe ganz viele Sportarten gemacht. Ich bin immer noch sehr sportlich aktiv. Spiele immer noch in der Altherrenmannschaft Fußball, manchmal auch in der Erwachsenenmannschaft. Ich fahre sehr gerne Wakeboard, fahre im Winter sehr gerne Ski. Das ist meine Passion so ein bisschen, wenn es die Zeit zulässt. Ja, bin eigentlich in ganz, ganz vielen Sportarten zu Hause und kann mir eigentlich keine Woche ohne Sport vorstellen. Wer als Profisportler groß wird, der lernt mit der Ernährung umzugehen, auch mit seinem Körper. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir wollen gesund essen, sondern es geht natürlich auch darum, auf den Körper ein bisschen zu hören, natürlich ihn zu steuern über Ernährung, aber auch Ruhepausen zu geben. Und als Spieler kam ich ganz gut durch, hatte relativ wenig schwere Verletzungen und jetzt werden die Regenerationszeiten länger nach dem Sport, aber man weiß trotzdem ganz gut damit umzugehen.